Hallöchen ihr Lieben, so herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Sky Factory 2.5. Und wir hatten beim letzten Mal hier angefangen, die untere Ebene zu bauen, beziehungsweise halt anzufangen. Deswegen heißt es wohl so. Darf ich nur hier nicht unbedingt runterfallen. So, da und da setzen wir mal eine Leiter dran. Hüpfen wir da drauf. Klappte, wunderbar. Noch ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt kommen wir nämlich hier unten drauf. Und jetzt habe ich eigentlich schon wieder viel zu viele Sachen mit dabei. Oh, ich sehe gerade, vor allem ganz viel Holz. Das ist ungünstig. Aber ich muss hier mal ein bisschen... Das ging jetzt auf einmal voll schnell. Erst gar nicht, dann voll schnell. Also irgendwie war das sehr komisch gerade. Aber jetzt haben wir die untere Ebene angefangen. Oh, das war jetzt nicht so gut. Das ist jetzt wenigstens schon mal etwas, weil ich glaube, ich habe mein Werkzeug nämlich jetzt nicht dabei. Nein, habe ich nicht, aber eine Lampe können wir hier schon mal aufsetzen. Am besten ohne runterzufallen. Ich setze sie jetzt erstmal dahin, kann man nachher immer noch versetzen. So, und jetzt gehen wir erstmal hoch. Und gucken mal, dass wir das wegpacken, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Hier, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, habe ich festgestellt. Wir hatten so viel auf Lager, dass die eigentlich unnötig sind. Wir sollten auch mal schauen, dass wir jetzt auf Dauer mal hingehen und irgendwie will ich trotzdem alles mal einsammeln. Kennt ihr das, diesen Drang? Man will es eigentlich, also man möchte eigentlich nicht, aber man muss es irgendwo. So, Holz haben wir auf jeden Fall schon mal. Steine, sehr gut. Da können wir auch mal neu reinpacken. Ach so, da sollten wir auf Dauer auch einen Trichter mal hinsetzen dann. Das ist natürlich dann schöner. So, wie weit sind wir denn hier? Das Kerlchen siebt, aber hat keine Energie mehr. Wir brauchen mehr Lava. Und wir müssen vor allem öfters dran denken, den Lava-Bottich aufzufüllen, sehe ich gerade. Wo ist denn unser Eimer? Ach so, der ist mit Wasser voll. Dann machen wir den mal eben mit Wasser leer. So, sonst siebt der Typus ja nicht für uns. Und das andere Zeug, da haben wir übrigens schon mal einen Diamanten bei, das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich jetzt unsere Diamanten zusammen, die wir für einen Diamanthammer brauchen. So, die drei Sachen kommen da rein. Da bin ich, da kommt der Rest hin. Wir gehen... Achso, Werkzeug muss ich aber mitnehmen, sonst ist das unten übel. So, das Zeug können wir auch da mal reinpacken. Und zwar hatte ich ja gerade eben hier unten falsch hingesetzt. Können wir auf jeden Fall schon mal schöner hier dran. Da oben setzen wir auch nochmal einen Leiter dran, oder? Ja, mach mal, mach mal. Dann ruckelt das nicht immer so. So, jetzt nur nicht die andere Taste drücken, sonst haben wir nämlich dasselbe Problem. Dass dann auf einmal unter uns alles weg ist. Jetzt bauen wir hier erstmal ein bisschen Plattform aus. Vielleicht könnte ich dann ja auch hier schon mal anfangen mit Glowstone-Lampen oder so zu arbeiten, also Redstone-Lampen vielleicht sogar. Das sieht vielleicht auch ganz schnick aus. Und was wir jetzt halt bemerken, wir haben hier so eine kleine Tropfsteinhöhle. Und da haben wir auch irgendwie was. Ach so, das ist das Wasser vom Feld da hinten. Das können wir jetzt von hier aus dann auch schön zumachen. Genau wie wir das jetzt von unten dann mal sperren können quasi. Wobei, an das Wasserloch dürfen wir nicht sperren, sonst läuft das nämlich rüber und dann war es das mit der Lava. Wäre ungünstig. Da muss ich auf jeden Fall dran denken, aber wir brauchen auch noch eine Menge Steine, wenn ich das gerade mal so sehe. Ich mache jetzt erstmal hier so eine kleine Plattform. Und können wir auch später hingehen. Habe ich nicht die Wand-Ding? Ach nee, die habe ich oben gelassen wahrscheinlich, ne? Blöd. Blöd, 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 egal. Machen wir erstmal so und vor allem mal F7 an, damit wir sehen, wo jetzt hier was spawnen kann. Hier aktuell jetzt gar nicht. Das ist sehr schön. Da oben müssen wir da mal verkleiden. Ihr merkt schon, mir kommen wieder zigtausend Sachen in den Kopf, was alles zu tun ist. Das gibt mit Sicherheit noch einige Folgen hier. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Test, dass das mit dem Lichtding funktioniert. Dann setzen wir da jetzt auch mal eine Fackel hin. Und noch, wir haben noch ein bisschen. Sehr schön. Dann können wir hier unten direkt mal noch weitermachen. So. Weil wenn wir das jetzt hier auch unten drunter so ein bisschen haben, erstens mal kann man dann hier so eine Ebene schaffen, falls man doch mal oben irgendwo unglücklicherweise runterfällt, dass man hier unten landet. Zum anderen kann man die ganze Energieversorgung und die ganze Automatisierung, doch, klingt doch eigentlich richtig. Dann hier runtersetzen, damit wir
dass es nicht unbedingt oben ein Sichtfeld so haben und dann oben einfach schick bauen können und immer schön einfach runtergehen können in den Keller und uns die ganzen Sachen holen können. Als wenn wir da so einen kostenlosen Supermarkt hätten. So, das kommt sogar genau hier unten aus. Das ist da mal fein, oder? Ja, die Leuchte setze ich aber jetzt mal um. Die steht da gerade ein bisschen doof. Genau wie hier, die ein bisschen doof steht. Reicht. Spawnt nichts. Reicht. So. Ah, aber hier reicht gar nicht. Glück gehabt, dass hier noch nichts gespawnt ist. Da haben wir echt vergessen. Genau wie hier. Gut, dass wir es gerade mal so ein bisschen kontrollieren. Darauf könnte auch was spawnen, weil, da muss man auch, da muss man echt aufpassen. So doof das klingt. Aber gerade so einzelne Felder, die sind nachher das, was einem das Genick bricht. Weil dann da mal, wenn man gerade mal nicht aufpasst, ein Monster spawnt. Und dann ist Ende im Gelände. Deswegen lieber, da kann man auch ein Dings draufsetzen, das ist fertig. Auch hier ist eigentlich relativ riskant. Aber nicht so riskant wie hier das. Deswegen hier lieber direkt eine Fackel drauf. So. Weil hier stehen die Bäume drauf auf den Erdblöcken. Da passiert so schnell nichts. Aber was ich hier gerade sehe, ist zum Beispiel hier. Da könnte was drauf spawnen. Das lassen wir dann direkt mal. Denn es muss nur mal einmal irgendwo ein Zombie rumlaufen, der sich dann andere Fackeln schnappt. Und schon hat man ganz viele Zombies rumlaufen, die sich die ganzen Fackeln schnappen. Und dann ist Ende im Gelände. Dann ist sowas von dunkel. So, wo ich gerade da die Lava sehe, wie viel Lava haben wir hier drin? Wieder genau so, dass hier das. Hier müssen wir eine Automatisierung reinbauen. Können wir aber doch auch. Wo haben wir die schönen Sachen? Hier haben wir doch die Transfer-Nodes. Und da haben wir so ein Rohr, aber ich glaube, ein Transfer-Node an sich reicht. Wenn wir den nämlich da drüber klemmen, dann müsste der jetzt automatisch immer Steine auffüllen, solange bis das Ding komplett voll ist. Dann brauchen wir an der Stelle nur noch diese Fluid. Und die kriegen wir, glaube ich, daraus doch her, ne? Einmal davon, einmal das, zwei davon. Und was war das andere? Note. Eisen, 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 Eisen. Wir brauchen noch mehr Eisen. Wie viel haben wir denn jetzt hier schon zusammen wieder? Das Ding hat auch schon wieder aufgehört. So was aber auch. So, da müssen wir auf jeden Fall dann auf Dauer deswegen das Ganze dann auch automatisieren. Das kriegen wir aber gleich hin. Da setzen wir dann direkt drei Dinger dran. Schwere Geburt. So, das reicht aber wahrscheinlich noch nicht an Eisen. Da müssten wir schon extremst Glück haben. Das ist halt noch ein bisschen ätzend, weil wir jetzt am Anfang gerade so viele Sachen brauchen. Haben wir noch? Doch, den Hammer, den können wir noch platt machen. Das geht. So, das wird nicht reichen, wie erwartet. Das wäre schon fast ein Wunder, wenn jetzt hier auf einmal sechs Dinger rauskommen. Ich glaube, fünf passiert schon mal, aber sechs. Das hätte mich übelst gewundert. So. Holz, 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 Holz. So, die ganzen Setzlinge hier, die können wir auf Dauer dann auch mal hinten in so ein automatisches Ding reinpacken. So, wie sieht das hier aus? Da wird kräftig produziert. Ja. Genau. Das Ding kann ja auch nur dann laufen, wenn wir den füttern. Hätte man vielleicht zwischendurch mal machen sollen. Da fällt mir gerade ein, wir müssen noch den Hammer machen. Also die Arbeit geht uns gerade nicht aus. Ich habe noch einiges vor mir. Jetzt brauchen wir zumindest nicht. Also ich brauche jetzt nicht darüber nachdenken, dass ich zwei Steine überlasse, wobei das jetzt hier gerade auch blöd ist mit dem Versetzten. Machen wir jetzt mal immer so Stück für Stück. Dann brauche ich nur einmal zurücklaufen, auch wenn das jetzt immer so ein bisschen Versatz ist. So. Wir hatten hier noch zwei Stöckchen drin, da haben wir auch noch zwei Stöckchen. Das kann weg, die nehmen wir uns. Ich weiß gar nicht, ob das mit Smaragden eigentlich auch geht, ein Smaragdhammer. Wäre mal interessant nachzugucken, dann muss ich nachher mal dran denken. So, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal den Diamanthammer. Denn hier der Hammer, der wird jetzt gleich schnell matsch sein. Habe ich mir gedacht. Der Diamanthammer hält da dann doch schon ein bisschen länger. So. Dann können wir das nämlich wieder auffüllen.
Klappt das jetzt hier automatisch? Es sieht auf jeden Fall danach aus. Da sind nämlich schon wieder Steine drin. Die habe ich nicht nachgefüllt. Also hätten wir uns beim letzten Mal schon viel Zeit sparen können. So, das packen wir direkt da rein. Da haben wir noch ein bisschen was. Den können wir mal vollfüllen, wenn der jetzt soweit ist. Das dauert aber noch ein bisschen. Eisen. Wir brauchen Eisen. Ich glaube, ich gehe mal eben zusätzlich dann hin und siebe noch ein bisschen manuell. Da können wir die Nacht dann auch ein bisschen abwarten. Das ist ja nicht ganz so schlimm, wenn es dabei dunkel ist. Ist ja jetzt nicht so, dass ich dann voll durch die Gegend schauen muss, damit ihr was seht. Und wenn ich dann gleich hier ein bisschen was zersiebt habe, dann können wir ja auch schon ins Battle. Drei. Immer noch drei. Das war, glaube ich, bloß ein bisschen Gunpowder oder sowas. Was war das? Da war der vierte, da haben wir ihn. So, dann gehen wir jetzt aber erst ins Bettchen. Das hatte ich euch ja zugesagt. Damit ihr dann auch was seht. Ich meine, ich denke, man kann es relativ gut noch sehen. Alles ist relativ hell, alles eingestellt. Da spawnen die Monster rum. Da backen die Monster rum. Dann machen wir die mal direkt kaputt, damit die nicht mehr so rumbacken. So. Dürften wir alles erwischt haben. Dann können wir wieder schön alles einsammeln. So, das. Floral Pink Powder. Naja, gut. So, das müsste monstermäßig alles gewesen sein. Wofür brauchte ich denn das Eisen jetzt nochmal? Ich wollte jetzt eben unbedingt Eisen. Ach, genau, für die Fluid Transfer Pipe Node Dings da. Das war's. Jetzt habe ich es wieder auf dem Schirm. Ah, hätte fast für ein drittes noch gereicht, aber ein. Stimmt, einer an sich hätte ja schon gereicht eigentlich, ne? Ich vergesse das doch immer wieder, dass sich das aufsplittet. So, die ganzen Ores gehen da rein. Die sammeln wir weiter dahin. Das kommt nach dort. Hier müssten wir jetzt mittlerweile wieder Lava zusammen haben. Die packen wir da rein. Genau, das füllt sich auch schön weiter. Das ist schon mal sehr gut. Hier kriegen wir auch ein bisschen was zusammen. Feine Sache. So langsam klappt es ja auch mit den Nachbarn. So, wie weit ist das Eisen? Ist jetzt gleich durch. Sehr schön. Dann vernichte ich aber unseren Eimer. Also brauchen wir doch eigentlich noch mehr Eisen. Eigentlich brauchen wir noch mehr Eisen. Dann wisst ihr was, gehe ich jetzt in der Zeit erstmal hin und ja, hier können wir auch mal wieder auffüllen. Machen wir das doch anders. Packen wir da mal einen rein und dann packen wir da mal einen rein. Dann gehen wir in der Zeit jetzt nochmal hier unten. Das ein bisschen ausbauen. Jetzt habe ich schon wieder das Wandding nicht mitgenommen, den Wandbilder-Dings da. Und Reed. Das wäre doch jetzt viel schneller gegangen. Aber ich habe jetzt keine Lust hochzurennen. Komme ich hier am Wasser vorbei? Das Wasser wäre mir ja einerlei. Aber ich muss ja auch schauen, dass ich an der Lava vorbeikomme. Oh, das wäre jetzt doof. Aber ich muss sagen, ich bin noch relativ zuversichtlich. So viele Fehler sind mir beim Bauen jetzt aktuell noch nicht passiert. So, wir umgehen die Lava erstmal ein bisschen, bis wir die oben dann blockiert haben. Das eine Wasserding müssen wir ja auf jeden Fall lassen. Oh, das war's schon. Gut, hier ist hell genug wegen der Lava. Haben wir das auch schon wieder verbaut. Dann schauen wir mal. Ja, toll, Eisen kommt natürlich nicht zusammen. Alles andere kommt zusammen, nur nicht das Eisen, das wir brauchen. Dann gehe ich doch nochmal hin und siebe per Hand. Bevor wir da
So mega lange warten. Ach so, das müssen wir. Da können wir ja mal eben gucken, weil die Zeit ist gleich eh schon rum, habe ich gesehen. Also Crewkammer schon mal für die Silkworms. Das ist dieses Gerät. Dirt haben wir auch gemacht. Wir haben Leaves erzeugt. Wir haben die abgeerntete Strings. Wir haben ein Sieb erstellt. Wir haben Regenwasser gesammelt. Wir haben Cobblestones hergestellt. Wir haben einen Hammer gemacht, um damit Sand und sowas zu sieb zu kaputt zu machen. Das Ganze haben wir auch schon gesiebt. Wir haben schon Tinker Construction mit Knochen gemacht. Wir haben Clay in einem Wasserbarrel gefüllt. Wir haben ein Crucible fertig gemacht und gekocht. Wir haben Lava damit erzeugt. Wir haben einen Cobblestone-Generator erzeugt. Oh, das war's schon. Hey, wir haben schon das Wood Age hinter uns. Wir sind jetzt schon im Stone Age und da ist gerade noch ein Baum gespawnt, deswegen habe ich gerade mal unterbrochen. Aber das heißt, wir haben schon einen kompletten Part quasi erfüllt. Das ist nice. So. So. Und direkt wieder Bäumchen drauf pflanzen, damit da nichts spawnt. Wird Zeit, dass wir uns dann separaten Wald nochmal anlegen. So, wir waren beim 7, aber eigentlich, nee, eigentlich ist die Zeit schon wieder rum. Das heißt, ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, dann bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Das hat wohl nicht funktioniert, dann.